Vielleicht jetzt nur 180 Meter weit fliegt. Ich will ihn wirklich gebührend erwähnen. Kenneth Gagnus, gestern Siebter, 220 und 211 Meter. Und Sie kennen vielleicht seine Geschichte. Der hat sich von Verletzung zu Verletzung gehangelt. Dass er überhaupt wieder dabei ist, ist fast ein Wunder. Und klar, jetzt wird er auch durchgereicht. Aber da kann er nur bedingt was dafür. Ja, es geht eben vielen derzeit so. Dann will man das natürlich als Athlet noch so ein bisschen kompensieren. Man merkt, okay, es ist ein bisschen langsamer und dann will ich noch alles in den Absprung reinlegen. In dem Fall ging es bei ihm jetzt schief, also war er zu spät, dann ist er etwas zu gerade in der ersten Phase und dann bei dieser niedrigen Anlaufgeschwindigkeit, obwohl er ja einer der schnellsten ist, ist jetzt mal über 100.